Willkommen zu Zuluitis Menschen 3. Wir haben zu einem letzten Part den Boss hier im Museum besiegt und den Tod gerettet. Aber irgendwas scheint hier noch zu sein, ne? Auf jeden Fall ist hier irgendein Erdbeben oder irgendeine Kreatur, die ziemlich fest stampft. Was ist etwa immer noch nicht? Oder hat das was mit dem Donner hier zu tun, ne? Also eigentlich könnten wir, glaube ich, schon gehen, aber... Wobei, tun wir sowieso noch nicht, weil wir brauchen noch das Juwel, beziehungsweise die Juwelen. Es sind noch zwei, die wir noch nicht haben. Und dafür brauche ich das Ding hier, unter anderem. Ich glaube, das ist wirklich nur wegen dem Donner. Ja gut, dann ist es wirklich nur ein nettes Detail und hier ist gar nichts mehr. Also kein Gegner mehr oder sonst irgendwas in der Art. Hier sind nur noch die Juwelen. Ja, und der Buhu eigentlich, oder nicht? Ja doch, es müsste ja eigentlich doch ein Buhu geben, oder? Ach, doch, auf jeden Fall. Ich meine, warum sollte es hier keinen geben? So. Na dann. Um das eine Juwel zu bekommen, müssen wir hier diese Flugsaurier... Dieses Flugsaurier-Skelett kaputt machen, ne? So. Und da ist es. Na dann. Fehlt nur noch eins. Oh, ein paar Scheinchen gibt es auch noch. Hier haben wir eine Perle rausgefischt. Aber tatsächlich gibt es hier noch mehr. Nämlich, wenn man hier die Düsterlampe einsetzt, dann ist hier das letzte Juwel. So, kommt her. So, da ist es. So, damit haben wir auch hier alle Juwelen, ne? Fehlt nur noch der Buhu. Und den werde ich erstmal versuchen zu triggern. Ne? Bis gleich. So. Jetzt können wir ihn aufsuchen. Ne? Wo könnte denn sein? Ne? Ja, da dieser Raum ja nicht so groß ist, hat er dementsprechend auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Ne? Oh. Kommen wir ihm jetzt näher oder... Gehen wir jetzt weiter weg von ihm. Und wir haben das Gefühl, wir gehen weiter weg von ihm. Wer ist der hier irgendwo? Nee, dafür ist es noch zu schwach. Hier? Nee, auch nicht. Hier? Oder ist er doch in dem Raum, wo wir den Boss bekämpft haben? Würde sich alles dazu anbieten, ne? Ja, aber jetzt sind hier nämlich auch ein paar Gemälde. Die waren nämlich vorher noch nicht da. Also muss er ja hier irgendwo sein, ne? So, fragt sich nur der welche immer. Und? Ist er hier? Er ist hier drunter, oder? Oder wie sieht's hier aus? Ne, ist schon wieder schwächer. Also muss er hier sein, ne? So, na dann. Ah, mein Name ist Walt, aber täusch dich nicht, ich bin fett wie ein Jungspund. Aha. Aber der Beste im Verstecken bist du nicht. Deswegen war es auch kein Problem, dich zu finden. Aber haben die alle immer nur 20 KP? Das kann's doch nicht sein, ne? Also in Luigi's Mansion 1 und 2 war es eigentlich so, dass sie, je weiter man gekommen ist, auch immer mehr KP hatten, aber die haben wir irgendwie immer nur 20. Das ist vielleicht schon ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. War gut, früher waren die Buhus auch eine größere Herausforderung als hier. Vor allem durch dieses Menschen 1. Da waren die teilweise das Nervigste, was geht. Weil nicht nur teilweise, sie waren das Nervigste, was geht. Und nettes Detail, das war ein Buhu-Bild. Sind das eigentlich alles Buhu-Bilder? Aber es ist unter den anderen Bildern. Ach, nur irgendwelche anderen Sachen. Ist schon aber funktioniert bei denen nicht, oder? Nee. Gut, dann können wir ins nächste Stockwerk. Und vielleicht werdet ihr euch jetzt wundern, denn ich kann schon mal sagen, diesmal geht es nicht weiter hoch, sondern es geht weiter runter. Ja, hatten wir auch noch nicht. Ist aber tatsächlich so. Diesmal machen wir quasi Schritte rückwärts. Warum auch immer. Es ist so. Diesmal geht es nämlich ins B2, die Wasseranlage. Wie gesagt, warum auch immer. Aber jetzt geht's weiter runter. Noch weiter runter, als wir schon bei Professor Igitt waren. Klar, irgendwie muss ja auch der Strom von dem Hotel herkommen. Bei dem ganzen Licht.
Ja, und damit willkommen in der Kanalisation des Hui Hotels. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hier wird es vor allem für Luigi überhaupt nicht gefallen. Ledermäuse. Ja, super. Ja, komm, komm her. Nein, jetzt belästigt sich Luigi. Na super. War das schon alles? Und nur Fledermäuse raus? Irgendwie ein bisschen enttäuschend. Naja, was gibt's denn hier noch? Ah, ich glaube, hier ist noch eine Röhre. Das ist da was Grünes. Wo ist denn die? Ne, vielleicht müssen wir mal die Koffer weg. Ja, jetzt sehe ich es auch besser. Da war sogar Scheine drin. So. Na komm, geh da rein, Fuichi. Kommst du vielleicht so zu der Schatztruhe hin? Nee, scheinbar nicht. Warum spielt denn jetzt so eine Country-Musik? Weiß nicht, ob das jetzt so gut zu einer Kanalisation passt. Guckt man da oben hin? Das ist, das ist eine gute Frage. Oh, das sind Goldmäuse. Hier geblieben. Ja, und du auch noch. Oder dass ich noch nach hinten gegangen bin. Dann schauen wir uns hier mal um. Deswegen spielt hier so eine Country-Musik, weil der Klempner hier aussieht wie der übelste Dorftrottel. Sorry, aber muss ich einfach mal so sagen. Na dann. Hier brauchen wir noch bestimmt wieder Fluigi. Vor allem müssen wir dem Typ beweisen, dass es nur einen Klempner geben kann. Weil, das werde ich vergessen, Luigi ist auch Klempner. Luigi ist wahrscheinlich nicht, aber Luigi. Mario auch, aber der ist gerade verhindert. Ja. Hier ist nämlich noch eine weitere Röhre. Für Fluigi. Jetzt sieht der nämlich super aus. Verändert sich doch ein Juwel. Wo komme ich denn da hin? Naja, Hauptsache wir haben jetzt erstmal den Schlüssel. Ah. Dann aber, wie komme ich an? Ah, warte, Fluigi kann da durchlaufen und so kommt dann das Juwel ran. Das ist das erste? Das ist das letzte? Das kann ja irgendwie gar nicht sein. Das ist hier von hinten nach vorne. Komisch. Ach nein, ich dachte, er den Schlüssel da liegen lassen. Ne? Stimmt, ja, da war ja was. Dann geh nochmal zurück, Fluigi. Du brauchst den Schlüssel schon noch. Das ist vielleicht das Dumme. Der behält die... So Juwelen und so behält er, aber einen Schlüssel aus irgendeinem Grund nicht. Aber gut, das ist auch nicht so ein großer Akt. Ich gehe einfach nochmal zurück und dann... Gebe ich Luigi das Teil. So. Dann kann er es auch behalten und dann kann er hier weiter. So. Ja, selbst die Geister hier wollen schon Klempner spielen, ne? Ja. Ihr habt nämlich einen Faker. Es kann nur ein Klempner geben. Klar, und der bin ich. Natürlich haben sie auch die Mini-Geister am Start. Im Eimer, dem Typ mit dem Eimer würde ich gerne noch treffen, ne? So. Oh. Komm her. Ah, jetzt. Und das, hä, wieso habe ich ja nicht Leben verloren? Das habe ich doch kein einziges Mal getroffen, oder doch? Habe ich nicht gemerkt. Komisch. Was ist jetzt hier zu tun, ne? Da kann ich irgendwas verstellen, aber was bringt's mir? Irgendwie gar nichts. Hä, muss ich irgendwas mit Luigi, glaube ich, machen, ne? Ja, definitiv. Sonst werden die Rohre nicht da. Oh. Kommt ihr denn hin? Ne? Natürlich noch ganz nach oben. Ah, ich erinnere mich, was wir hier machen müssen. Ne? Das ist quasi ein Koop mit Luigi. So, nicht hier hinstellen. Ne? Da muss es hier nämlich an der Wasserleitung drehen, ne? Damit Luigi jetzt hier weiter kann. Ne? Der muss die Rohre entweder abstellen oder auf. So, jetzt gehe ich mal bis dahin, aber nicht zu weit. Ansonsten war es das für den guten Fluigi. So, und jetzt einfach durchrennen, ne? Mach ich den
Aber das hier nehme ich noch mit. Die sind einmal voller Münzen, ne? Und jetzt? Was macht der jetzt hier? Ach so, der entriegelt einfach nur die Tür. Okay. Da. Aber das hier sieht ja irgendwie auch verdächtig aus, dieser komische Boiler. Werde ich doch einfach mal kurz blasen, da kommt nämlich Geld raus. Und Geld ist nie eine schlechte Sache. Ich kann sagen, ist nie eine gute Sache. Doch, ist es. Aber wenn man zu viel hat, dann ist es keine gute Sache mehr. Muss man nämlich Steuern zahlen. Oh. Dann weiter geht's. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist eine Maus. Cool. Aber erstmal nochmal hier rein, ne? Hier ist nämlich nochmal was für Luigi. Oh. Ich glaube, hier geht es zu einem Juwel. Kann das sein, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt hier drehe? Eigentlich irgendwie, hast du nicht irgendwie so, dass jetzt die Leitung verdreht ist? Ne, scheinbar nicht. Was hat es mir dann gerade gebracht? Ich komm doch auch nur da wieder raus. Ah, nein, warte. Nein, warte, jetzt weiß ich, wozu das da ist. Ich kann erstmal das hier wegmachen, jetzt nämlich das richtig. Nein. Böser Luigi, böse. Hier rein musst du. Oh, hier rein. So komme ich zu einem Juwel und Luigi muss jetzt das Wasser abstellen. Ne? So. Beziehungsweise kommt erstmal hier raus. Ja, das muss ich wieder Koop mit Luigi betreiben. Ne? So. Ich finde, solche Passagen könnten sie öfters bringen. Ne? Weil bisher haben sie es noch nicht so richtig gemacht. Eigentlich. Nur so Kleinigkeiten bisher. Zum Beispiel das mit dem Spukschloss, mit dem Drachen da. Aber so richtig ausgeweitet haben sie es bisher noch nicht. Also jetzt, dass man so richtiges Koop zwischen den beiden machen muss. Ich finde, das sollten sie mehr machen, ne? Ja, vielleicht machen sie es sogar noch und ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. So. Ich urteile mal nicht zu schnell. So, und so komme ich in das Juwel ran, ne? Na dann. Weiter geht's. Wieder zurück. Ist auch cool, dass der von überall wieder zurückkommen kann, ne? Egal wie weit er weg ist, er kommt immer zu Luigi zurück. So, das muss man ja schön dran drehen. Um das Ganze zu verschieben. Ma. Hier noch irgendwas aus diesen Kisten? Scheinbar nicht. So, jetzt muss ich das aber noch weiter verschieben. Und immer noch weiter, damit ich zu der Leiter komme. Die ist sogar mit so einem Netz gesichert. Ja, dann. Dann wir mal hoch. Dieser Tresor hier, was auch immer der in der Abflussanlage macht, das sieht ja schon sehr verdächtig aus. Machen wir ihn doch mal auf. Ja, oder auch nicht, weil der Typ jetzt den Wasserpegel erhöht hat. Aber immerhin wurden wir vom Polterpinscher gerettet, weil Luigi scheinbar verlernt hat, wie man schwimmt. Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Übrigens, warum kannst du nicht mehr schwimmen? Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Der Schreckwegflur ist wasserdicht. Wow, das ist mir jetzt voll weiter. Dieser Geist hat mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert. Deshalb ist es sein Weg blockiert. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Probier doch mal den Abwasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absinken, um den Geist verfolgen zu können. Ne? Ja, sag mir mal Dinge, die ich noch nicht weiß. Das sieht doch sehr verdächtig aus. Aber hier ist scheinbar nichts. Wobei, doch. Zumindest ein bisschen ist was, nämlich so ein paar Scheinchen. Ne? Ja. Aber warum kann Luigi nicht mehr schwimmen? Ich meine, in den 2D-Marios konnte er es auch immer und in den 3D-Marios eigentlich auch. Wieso hast du dich jetzt deswegen erschrocken, gell?
So. Weil die ganzen Apparaturen jetzt ansprengen. So. Hier kann ich mir das Ganze mal anschauen. Ja. Sieht wirklich schön aus und ständig höre ich irgendein Gekichere. Ja. Das müssen wir jetzt wieder in Ordnung bringen. Einfach ist das. Halt, Moment. Nicht so schnell. Hier ist doch noch eine Tür. Naja, gut, keine Tür, aber hier geht der Raum noch weiter. Ist nämlich noch ein Geldsack. Und Donuts. Eine Schallplatte? Ah, nee, ist kein Herd. Aber wieso, wenn das wirklich... Jetzt ist das doch eine Schallplatte. Wieso ist sie beim Wasserhahn? Was hat es eigentlich der Schalter gebracht? Irgendwie gar nichts. Ja, und das ist eine Werkstatt mit einem sehr schönen Kalender, unter dem Scheinchen sind. Jetzt wissen wir, wo der Typ seine Steuerschulden versteckt, beziehungsweise das, was er dem Finanzamt geben sollte. So. Na dann. Runter. So, und jetzt kommt ein neues Gameplay-Element. Nämlich sind wir jetzt hier auf so einer Quietscheente unterwegs und können jetzt nur noch uns so fortbewegen, weil, wie ich schon gesagt habe, hat Luigi aus irgendeinem Grund in dem Spiel verlernt, wie man schwimmt. Ja, so geht es glaube ich nicht weiter. Dann müssen wir erstmal das Wasser abstellen. Ne? Hat sich nur, wie wir das machen. Ne? Fortbewegen können wir uns mit dem Dreck weg, wie ihr seht. Wenn wir nach vorne saugen. Wenn wir so saugen, dann fahren wir vorwärts. Weil es macht häufig. Beziehungsweise wenn man. Ja, ihr seht es ja selbst. So. Diese Lampe kann ich zum Glück immer noch benutzen. Ne? Ansonsten würde ich das schöne Geld auch einfach liegen lassen. Ne? Ja, die Frage ist, wie kommt Luigi jetzt da durch? Nein, warte, ist ja nicht sehr simpel. So. Jetzt muss Luigi wieder runter. Dann schickt er Luigi los. Und dann klettert er einfach durch die Rohre, wie immer. So. Ja, dann. Und. So. Ja, dann zieh mal hier dran. Und dann kommt Luigi hier durch. Na, also. Oh. Das ist schon irgendwie lustig, das mit der Quietsche-Ente. Oh, scheiße, das ist die Wassermine. Das gibt's nämlich aus irgendeinem Grund auch. Ja, wer kennt's nicht, die Wassermine im Abfluss. So. Jetzt habe ich noch Luigi. Damit der nicht weiterkommt. Ah, nee, warte, das muss ich anders machen, ne? Na, komm nochmal zurück. Beziehungsweise, ich würde an der Stelle jetzt auch den Part beenden, ne? Im nächsten Part schauen wir, wie es hier in der Wasseranlage weitergeht und ob wir irgendwie einen Weg finden, den Wasserpegel wieder zu senken. Ne? Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Warte, den Goldbahn nehme ich jetzt aber noch kurz mit. So, und die Scheine. Ja, wenn ich schon ein Partende will, dann auch ein richtig schönes. So, und ciao. Ach, wobei, ich habe gesehen, wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Also können wir noch weitermachen. Ne? So, da verschicke ich Luigi jetzt nochmal in die Röhre. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und dann geht Luigi wieder. Luigi. Ist der Name, ne? Der geht wieder in sein Quietscheentchen. Und schnappt sich das hier. Und damit geht's für Luigi weiter. Wobei war das jetzt echt nur wegen dem Geld. Also, natürlich. Finde ich cool, dass man hier noch ein bisschen Geld rausschlagen kann, aber. Nur. Wobei, warte mal. Was bringt denn die andere Röhre? So, nochmal raus. Wo komme ich denn raus, wenn ich hier reingehe? Da oben. Das riecht doch stark nach einem Juwel. Es sind aber nur Münzen. Ja, wobei, es wäre auch ein bisschen zu einfach für ein Juwel. Das gebe ich schon zu. So. Und jetzt sehe ich schon, wie es weitergeht. So. Dann gebe ich dann ein Quietscheentchen, aber pass auf. Oder war ein Piranha drin? Na, pass auf die Wassermine auf, Luigi.
Wenn wir die treffen, dann sinkt, glaube ich, unser Entchen und wir kriegen ziemlich viel Schaden, ne? So. Na dann. Los. Bevor es wieder anfängt. Ach, cool. Das Ganze ist auch eine Strömung. Also heißt, sobald Luigi da dran zieht, geht es automatisch weiter. Aber jetzt haben wir ein Zeitlimit. Denn jetzt wird uns die Strömung immer und immer näher zu diesem Tor hinbringen. Und das hat Stacheln, ne? Also muss Luigi sich jetzt... Nein, du musst dich beeilen. Du darfst keine Fehler machen, ne? Oder nicht so viele zumindest. Komm ich raus? Hier. So. Oh oh, du hast nicht mehr viel Zeit, weil ich dir nur mal gesagt habe, ne? So, schnell zieh da ran. Gerade noch rechtzeitig. So. Gut. Jetzt kann Luigi wieder selber weitermachen, ne? Ja. Und du wirst seine Hilfe vermutlich auch brauchen, ne? Ach, hier ist das mit Timing. So. Luigi, gib dann dein Quietsche-Entchen. Und mach das hier. So. Jetzt muss ich nur rechtzeitig durch und vor allem so schnell wie möglich. Aber den Geldsack nehme ich natürlich noch mit. Was in der Kanalisation noch immer so rumliegt. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass da so einiges rumliegt. Auch was Münzen oder so angeht. Ich meine, es fällt ja heutzutage so viel in Abfluss. Nein, 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 nein. Geh nochmal zurück. Aktivier mal das hier. Oh, da kommt Geld raus. Ja, überall kommt Geld raus. Das ist die Devise von Luigi's Mansion 3. Ich keine Ahnung, wie ich jetzt da rankommen soll. Ich weiß nur, hier muss ich schnell durch. Oh, weil da schon wieder so eine Stacheltür ist. So. Jetzt macht Luigi erstmal Pause da. Wir sind uns einfach hart, jetzt viel für immer. Aua. Und dann kommen natürlich solche blöden Geister und machen einmal alles kaputt. Na super. Kommt jetzt die Wassermelone auf einmal her. So. Gehen wir weiter. Dann zieht Luigi wieder daran. So. Dann gehst du hier durch. Dann beeilst du dich. Oh, schnell, 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 schnell. Aber was irgendwie so ein bisschen so ein Downgrade ist, im Vergleich zum zweiten Teil, ist, dass Luigi in dem Spiel keine Renntaste hat. Das hat er zwar in Luigi's Mansion 1 auch schon nicht. Lass ich mich doch mal von diesen scheiß Geistern treffen, ne? Aber ich finde, das ist eine Neuerung, die sie hätten übernehmen können, ne? Mir ist es schleierhaft, warum sie es nicht gemacht haben, ne? Meine, das hätte einiges erleichtert. Ne, falsche Richtung. So, ja, schnell hier durch. Ich will irgendwo eine Wassermine. Aber da ich nicht in deren Nähe bin, ist es mir total egal. So. Dann hier, jetzt hier durch. Und dann ist Luigi wieder dran. Wie komme ich jetzt hier an den Geistern vorbei? Eine gute Frage. Vielleicht hier irgendwie blenden? Nee. Also ich kann denen nur ausweichen. Ne? Na dann schnell. So. Das macht das Tor auch wieder zu, damit sie mich nicht verfolgen können, ne? Und dann sind wir tatsächlich schon an unserem Ziel angekommen. Die können mich doch verfolgen! Okay, der neue Plan, ne? Das ist ja die Penetrant. Oh, aber die Wassermine hat mir da ausnahmsweise sogar geholfen, ne? Jetzt sind die abgehauen, ne? Na super. Oh. Und jetzt möchte ich noch zu der Treppe hier. Komm. Ja, schau euch mal da hin, ne? Ich will doch einfach nur zu der Treppe. Ist das denn so schwer? Scheinbar. Ah. Ja, dann, hier hat der Typ ja dran gedreht.
Ja, aber davor gibt's nochmal einen Kampf mit einem Schleicher, aber durch das Wasser macht er sich auch sehr leicht bemerkbar. Das heißt, es ist ja eigentlich besonders leicht, ihn zu besiegen, ja? Ach, das ist nochmal so ein kleiner Dulli. Oh. Keine Sorge, du bist der Nächste. Und du auch. Ja, ich habe ihn noch irgendwas angeleuchtet. Wieso hat das nicht gezählt? Oh, jetzt habe ich den angeleuchtet, ohne dass ich es wollte. Er hat leider noch überlebt. Aber diesmal nicht. Oh, ne, ich würde sagen, das Wasser stellen wir noch kurz ab. Oh. Na dann. Geh hier mal hoch. Ja, oder auch nicht. Das war nämlich das falsche Rohr und... Ja, das war jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee, mit Luigi ins Wasser zu gehen. So. Aber dann verstehe ich doch mal hier ein bisschen was. Dadurch müsste sich jetzt auch die Abfolge der Rohre ändern. Ganz genau. So. Dann mache ich das jetzt mal so. Und da mache ich so. Und dann mal schauen, was passiert. Ja gut, der kommt einfach wieder zurück. Aber jetzt meine ich. Jetzt geht er nämlich hier nach oben, wa? Dann verstellt er hier selbst was. So, dann kommt er zu mir zurück. Und ich glaube, jetzt habe ich die richtige Reihenfolge. Also, hier. Ja, wobei, noch nicht ganz. Erstmal muss ich hier nochmal was ändern. Nämlich das hier nochmal runterstellen und dann... Habe ich die richtige Reihenfolge? Okay, das war dämlich. Das gebe ich zu, das war dämlich. Wieso habe ich das gemacht? Ja, es ist nichts mit großen Konsequenzen, aber dennoch. Das war einfach nur Lust. So, jetzt kommen wir hier zu dem Schalter. So. Der Klettner hat sich ja damit ein bisschen schwer getan, ne? Luigi tut es allerdings kein Stück. Ja, good job. Ganz laut sagt. Sehr gut, der Wasserstand ist wieder normal. Dann geht es bis dahin so. Wieso hergekommen bist du? Kämpft dir den Techniker vor. Techniker? Doch, den Klempner. Weil ich meine, das ist eine Wasseranlage. Da würde es sich ein Klempner mehr anbieten als ein Techniker. Aber gut. Muss Nintendo wissen, beziehungsweise Next Level Games. Gesundheit. Ja doch, wir haben ein bisschen was an Schaden eingesteckt, also ist das Herz gar nicht mal so unnötig gewesen. Yay, noch mehr Geld. Hier ist eine Wasserflasche drin. Ey, beziehungsweise eine Geldflasche, wie komme ich denn an die ran, ne? Dann müsste ich das hier erstmal kaputt machen, ne? Beziehungsweise die Wand hier sieht brüchig aus. Aber ich kann an dem Ding keinen Saugnapf anbringen. Und das hier sieht doch ein bisschen aus wie so ein Labras. Sieht dem irgendwie ähnlich. Ja, weil es beide Seedrachen ist, werde ich jetzt vermutlich sagen. Nee, ich finde, die haben irgendwie eine ähnliche Form. Ich weiß auch nicht, wieso. Doch, die sind sich halt schon sehr ähnlich, muss man halt schon sagen. Selbst die Farbe ist ja fast identisch. So. Was gibt's denn hier noch im Untergrund zu sehen? Luigi, da kommst du nicht mehr weiter. Es wäre wohl am besten, umzudrehen und die Techniker zu verfolgen. Ja, hier geht's tatsächlich nicht mehr weiter. Auch nicht für Luigi, denn hier ist Wasser. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part wieder den ganzen Weg zurück und knüpfen uns den Techniker vor. Warum auch immer das kein Klempner ist. Das frage ich mich echt. Naja, bis zum nächsten Mal. Diesmal wirklich. Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.